And Lentilman, welcome back to Dead Island 2 with Bambi und Janga Tanga 2. Hallo! Ich wollte schon sagen, warum sagt keiner was? Jetzt komme ich mir ein bisschen schizophren vor. Nix. Bisschen? Wer hat jetzt das Ding da hinten hochgejagt? Kann ich hier rauf und dann da hoch? Nee, ne? Nein! Da, ach nee. Muss ich durch den Tunnel? Nein. Ich find's gut, wie er einfach nur Nein sagt, ja, aber nicht sagt, wie kommt es geht. Kein, es kommt kein Tipp, nichts. Es ist einfach so Nein. 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 Nix. Da ist eine Waffe drinne. Wo? Jamals Kistenschlüssel erfordert. Aber den hatte ich auch nicht, oder? Warte, kurz gucken. Sammelstücke. Scheiße, wo finde ich die Dinger? Ah, hier muss man lang. Baupläne zum. Das war die falsche Richtung. Wie kann ich nochmal suchen, was ich habe? Ich bin doch voll verwirrt, warum drücke ich die ganze Zeit allein? Im Rucksack. Was? Nee. Da siehst du doch, was du hast. Ah, hier haben wir es doch. Wie heißt das? Jamal Schlüssel? Nee, habe ich nicht. Ich das in irgendjemand. Ich habe ein ungutes Gefühl hier bei der Sache. Noch? Es wird noch lustig, sage ich euch. Ja, ich folge gerade hier Luciferse und ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Oh. Ey! Hau mir nicht. Ja! Hau mir nicht! Oh. Luciferse, wo bist du? Wo bist du? Ich habe gerade ein schockendes Erlebnis. Ah! Hilfe! Hier brennt es! Genau das meinte ich. Warst du das? Nein. Was? Warum sollte ich sowas machen? Arsch! Wow, Slide in. Ich räume noch ein paar die. Räumst du nicht die Koffer leer, die hier rumliegen? Manche nicht. Ja, würde ich machen, da liegt sehr, sehr wichtige Stuff-Dinger drin, die du brauchst zum Upgraden. Irgendwann gibt's wieder einen Glitch, Mann. Nein, in dem Spiel nicht. Na, sag das nicht. Oh, da ist ein Läufer. Gea heißen die bei mir. Nein, es gibt unterschiedliche. Eine kurze Frage. Habt ihr bei den Einstellungen Körperabteile und so ein Krams aktiviert? Was aktiviert? Drück mal Start. Ah, warte. Erstmal komm, bitte. Max, alle weg hier. Ich brauche ein Medikit, danke. Oh nein. Ja. Oh nein. Ja. Au. Hilfe. Ist er tot? Oh mein Gott, nein, der Arme. Warum macht ist er sowas? Nein, die hat einfach meine Machete geschrottet. Oh, da sind noch mehr. Kannst du die noch reparieren, wenn die Schrott ist? Ja, ne? Nein. Ist sie dafür immer weg? Ja. Damn, Bambi ist gerade ein bisschen pisst wegen ihrer Machete. Ja, vielleicht auch. Und Bambi ist gleich wieder tot, du machst das schon. Habt ihr die Sachen da hinten rausgeholt? Ich hab dir nicht die Kiste geöffnet. Ich hab kein Medikit mehr. So, was war das? Wo guck ich das denn? Option und dann Anzeige, ne? Option. Option, Anzeige und nein. Steuerung? Benutzeroberfläche, glaube ich. Was denn? Und da. Spielergesundheit dynamisch, Kompass ein, Questzielinformationen ein, Zielmarke ein, Koop-Spielerliste, mittige Benachrichtigung. Irgendwo. Fadenkreuz, Funksprüche, Nachlog, kleine mittige Hinweise, Ausdauerleiste. Oh, man kann 100 FUV machen. Nice. Was genau änderst du jetzt gerade an deinen Einstellungen? Ich will kurz was gucken. Ja, so ist besser, Digga. Nick? Ja. Da kommt einer. Oh, Medikit. Ich kann gerade nicht. Sag ihm das. Dann gehst du auf Anzeige. Blickfeld auf 100% machen. Anzeige, Blickfeld 100%.
Jo, viel besser. Okay. Ja, stimmt. Und Bewegungsschärfe habe ich ausgemacht. Warum? Oder warte, lass mal was gucken. Ich will was gucken. Wir passen meine Einstellung einfach später noch an. Doch, ist besser. Viel realistischer. Das hat doch Marco gesagt, das ist doch nur damit. Ich lauf nicht weg, Mann. Ich habe kein Medikit, gar nichts mehr. Ich lauf nicht weg. Ich misste aus. Hast du ausgemacht? Was? Bewegungsschärfe. Nee, wofür war das denn nochmal? Damit das nicht so verschwommen wird, wenn du dich umdrehst oder sowas. Aktion, Anzeige, Bewegungsschärfe 0. Ist doch trotzdem verschwommen. Aber nicht mal so stark. Warte, so ist ohne. So ist mehr. Ja, okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich find's so viel angenehmer. Ja. Was? Ich du hörst die ganze Zeit zu. Geh doch einfach auf Einstellungen und dann Optionen. Also auf Optionen und dann auf Anzeige. Dann machst du Bewegungsschärfe runter und das da drüber machst du hoch. Jetzt gib mir das bisschen dein gleich. Komplett runter? Bewegungsschärfe komplett runter und das da drüber machst komplett hoch. Weil jetzt kann ich das auch besser einschätzen, wenn ich R2 gedrückt halte. Ich finde das auch Hilfe. So besser. Da kommen ein paar von Möx, den Möx, Applause! Hier, kommt her. Dumme Sau. Was gibt's denn hier? Hier drin ist Loot. Er schmeißt seine Waffe mit L2 dagegen, den Kasten. Warte. Ja, warte. Der. Oh, ich bin einfach Wolverine! Ja, haha, ich hab Medi. Heavy Waffe gegen Kasten werfen. Ja. Mit Magnetschloss verschlossen. Ach so, hinten, sorry. Sorry. Hinten ist noch was offen. So, jetzt. Ey, hier ist Schlagstock. Nee, ich will meine Waffe wieder zurück. Oder? Doch, nehmen wir mal mit. Ich will mein Stahlrohr wieder. Ups. Schießpulver, was habe ich jetzt alles dabei? Okay, Machete erstmal nicht usen, weil die ist schon ein bisschen kaputt. Das Küchenmesser mache ich mit. Boah, diese Wolverine-Clone, ne? Die finde ich cool. Aber die kannst du auch leider nicht reparieren. Deswegen spare sie dir. Ich war auch gerade traurig. Warte kurz. Mein Messer. Ah, weg. Ich nehme die Axt. Oh, gib mir some Protein und Sugar. Die kann man doch. Wer schreit denn? Warte. Nicht rennen. Da gibt's Zombies, die gehen in die Luft hoch. Lachbar. Das ist ein Schutzanzug. Der hält mehr aus. Was? Was ist ein Schutzanzug? Legierung einsammeln. Ich geh weg. Und hat's geholfen? Damn! Oh shit! Oh. Bruh. Warte, jetzt will ich aber wieder mein Ding haben. Wo ist das denn? Da. Nix. So. Gotcha. Ih, der kommt aus der Mülltonne, die Drecksau. Stinkst ja noch mehr als vorher. Stirb doch jetzt. Danke. Ich sammle noch den Schrott ein. Medikit habe ich ja auch jetzt mal gegönnt hier. Oh Mann, du hast meine Waffe geschrottet. Und gleich kommt ein sehr, sehr ekliger Ja. Fall. Ich kann deine Waffe nicht schrotten. Doch, ja. Scheiße. Hallo. Ich werd angegriffen. Hilf mir doch mal, ich kann gerade irgendwie nicht meine Waffe wechseln. Soll ich's nehmen? Oh, Brian.
Ich kann gerade nicht meine Waffe wechseln. Warum nicht? Weiß ich nicht. Mein Controller spinnt. Hol dir einen neuen, Alter. Damn, die hat was. Oh, die hat einen Hackebeil liegen lassen. Ich kann jetzt nur noch Messer benutzen. Hier liegt noch ein Hackbeil. Bei mir liegt hier gar nichts. Echt nicht? Nein. Ah, krass. Der ist einfach gerade in dem Boden verschwunden. Ich habe ihn durchgeteilt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, Level. Hä? Bruh, what the fuck? Ih, da kommen wir noch mal. Es reagiert schon wieder nichts auf mich. Alter. Wer kennt's nicht, mitten in der Zombie-Schlägerei erstmal einen Proteinriegel fressen, ey. So, aus Versehen. Oh, ich trinke sogar noch ein Bier nebenbei. So, so entspannt hier, ne? So, ich sage euch jetzt, warte. Nein, warte, ich brauche neue Waffe. Ihr seht hier hinten, Oh, shit. Ich sehe gerade gar nichts. Hier, siehst du, wenn du das anvisierst. Schließfach Nummer 49. Nein, 53, ja. Genau, die findest du gleich anhand der Mission. Das Einzige, was du nicht findest, also hab ich gefunden habe, ist Schließfach Nummer 53. Okay. Und darin befindet sich Geld, kann sich Waffe befinden, etc. Ah. Was? Ich hab grad, also du fängst glaube ich mit grauen und grünen Waffen an, ne? Ja. Und ich habe in dem Level 3 blaue Waffen schon gefunden. Ich habe eine Batterie gefunden. 2 Katana und einen so ein, ja, keine Ahnung, was das sein soll hier, warte. Okay. Ich habe eine Batterie gefunden. Steht hier bei euch auch einer? Und ein Schließfachschlüssel. Ne. Ich hätte gerne meine Waffe wieder. Nix. Oh, hier war Prom Night. Wir können die Tür aufmachen. Nein, könnt ihr noch nicht. Kommt mit. Warte, ich will noch hier gucken, ob ich hier Stuff hatte, den ich mitnehmen kann. So. Medikit. Ja, eine Batterie. Kannst auf Zombie schmeißen. Ich bin kein Zombie. Kann ich das? Mit L2. Hey. Boah, hier wird gerade auch dieser Audio. Diese nee, auch Tonaufnahme. Okay. Hey, Nick, bist du ein Zombie? Ja. Look at this bad boy. Die sterben, das ist Säure. Warte, wie macht man nochmal den Tritt? X, Steuerkreuz. X und? Laufen, X R3. Und Analogstick. Es gibt auch eine andere Fähigkeit, da kannst du vom Boden aus sliden und denen die Kniescheibe wegtreten. Ich kann sliden und mit der Axt hauen. Ja, aber das ist so eine Karte. Ah. So, ich lasse euch gleich den Vortritt hier. Warum? Weil gleich wird's lustig. Ihr müsst gleich eine gewisse Zeit aushalten und es spawnen unnormal viele Zombies. Nee, mach ich nicht. No. Nein. Mhm. Dafür habe ich keinen Vertrag unterschrieben. This is bad Juju hier. Ich merke das. So, ich mach mal schnell hier für euch. Da ist was drin. Dafür werde ich nicht gut genug bezahlt. Fuck. So, Vorsicht. Hä, wie macht man das denn jetzt auf? So, und ich wünsche euch Gönjamin, Jungs und Mädels. Ihr macht das schon. Hä? Ihr kriegt das hin. Verpiss dich einfach. Wo bist du denn?
Ich kann dich nicht mehr sehen, Luziferze. Ich bin genau hinter dir. Ach da. Was wollt ihr bei mir? Bei mir geht nichts, ihr müsst da hinten hin. Nein. Papa macht das schon hier. Gleich. Jetzt kommen sie. Oh. Nix. Oha. Ich hau die mit meinem Schlagkopf bescheuert, ehrlich. Schlagkopf, Schlagstock, meine ich. Damn! Kommst du dir auch, ne? Ja. Gehst du. Ich krieg die Essen an. Was war das denn? War das hier, wo man sich... Ja, hier war das. Kann man sich zurückziehen. Oh, erstmal schön einsuppeln. Oh! Ayos mios la cucaracha! Hast du einen an deinen Klatscher oder was? Hör mal auf hier! Oh, da kommt noch einer. Nix, nix. Oh shit, oh nein, ich bin tot. Janga, mach mal was, bitte. Erstmal eine Spritze gun. Nee. Warum bin ich jetzt ich tot? Ich bin tot. Ja, ich auch. Alter. Ich geb mich dem Tod nicht hin. Kannst knicken, Alter. Ich auch nicht, ich warte gerade auf Janga. Jo. Der schafft das schon. Nein. Doch. Ach doch. Er glaubt an das Herz der Karten. Jetzt reicht's mir aber hier mit euch. Oh Leute, ganz knappe Sache hier. Ja, 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 ja. Ja, danke. Nix. Ab rein ins Wasser. Schwimmen gehen. Ha! Boah, erschreck mich doch nicht so. Du gehst jetzt zurück. Bleib. Da, yo! Rein da mit dir! Das verstehst du nicht, piss dich! Leute, einfach einmal richtig er wegballern! Nicht. Er ist immun dagegen, weil er hat so einen Schutzanzug. Okay. Dann hau ich ihn einfach auf eine Fontanelle. Komm her! Komm her, komm her! Nein, 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 komm her! Komm her, komm! Hübchen! Ah! Ah! Hübchen! Schnauze jetzt! Ey, das war meiner! Nix. Jetzt liegt da was im Wasser, was ich mir nicht holen kann. Ja, geh doch schnell rein! Macht das keinen Schaden? Doch, ein bisschen. Ja, aber minimal. Konfrontiere den. Die Fontanelle? Ja, konfrontiere die betrunkenen. Warte mal, stopp. Ich konnte hier was öffnen, da ist doch was. Da hinten ist auch noch ein Raum, in den man rein kann, angeblich. Oh. Da oben. Gehst du weg. Leere Kiste öffnen, was war drin? Schweißpulver, Digga. Ey! Wow. Da ist ja immer noch einer. Und? Opa. Damn! Erstmal Energy aus seinem Arsch. Wieder blau! Was? Wo? Ich habe einen grünen Dolch und einen Schraubenschlüssel. Nee. Ich habe eine Dingens hier Mistgabel bekommen. Ich bleib, glaube ich, bei meiner. Blau. Oh, eine Mistgabel im Grün. Ja, ich glaube, da. Eine Sicherung habe ich noch. Aber ich weiß, wo es richtig geiles Stuff gibt. Den spare ich mir. Wenn ich Glück habe, kriege ich eine Schrotflinte. Danke, erstmal dieses. User has been disconnected. Hä, nee, hier waren wir doch. Hier ist ein AIDS-Kit. Komm mit. Ja. Warte. Worauf denn? Okay. So, wo seid ihr Köpfe? Oh. Hochlaufen. Stoff. Einfach da hochlaufen. Oh.
Ihr habt irgendwie Mist gebaut. Soll der Boden so wackeln? Ja. Oh, hier war das. Vorsicht, der jagt sich in die Luft. Sharingan. Bisschen lebensmüde, der Gute, ja? Tschüss. So, hier geht's weiter. Du bist leise. Oh, oh shit. Oh shit. Weg, Totenkopf. Wo ist er? Da. Sie getötet. Haben sie aber getötet. Tja. Oh, du bist ja nicht die Braut. Die Braut sieht ja gleich. Nix. Nicht, wenn ich meine Augen zumache. Ah. So, jetzt hier ein bisschen aufpassen, weil hier wird's gleich spannend. Mhm. Und auch hier lasse ich euch den Vortritt, ne? Ja, ich weiß nicht. Das war keine gute Idee. Gleich. Ja. Selbst die Mannige. Oh, einmal ja, gut. Ich würde erstmal sagen, das war's an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne eine kleine Bewertung da. Wir wünschen euch weiterhin alles Gute und tschüss.